Ja, Hallöchen, da sind wir auch schon wieder. Und es geht auch gleich weiter mit der Auflösung natürlich. Und zwar, weiter geht's. Als erstes gehen, Als euer Kapitän, der ich ja nun mal bin, schulde ich euch eine Erklärung. Als euer Und Kapitän, der ich diese ja nun mal Erklärung. bin, schulde Ich ich euch Hinkebein eine und Erklärung. Wobblins. Und diese Henry Erklärung Wobblins und Diego schulde ich Hinkebein. euch, Und der dafür ich euch benötigten eben, sie weil einen ich Tag. euch Und schulde, jetzt als sagt mir, euer wer Kapitän. von ihnen kehrte mit dem Holzbein zur Salzhöhle zurück? Vierter Smuggersegel. Der kehrt zurück. Henry Wobblins. Das macht insgesamt anderthalb Tage. Lass dich nicht entmutigen. Es läuft doch gut. Welches war das zweite Paar, das zum Anleger ging? Oha. Ciao de Passo Romo und Jean David. Lope, Eclope. Joao de Passeromo und Jean David Leclopé. Das macht insgesamt 6,5 Tage. Und jetzt sag mir, wer von den drei Piraten, die bereits am Anleger waren, kehrte mit dem Holzbein zur Salzhöhle zurück? Hinkebein, oder nicht? Diego Hinkebein. Das macht insgesamt 7,5 Tage. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nur noch Henry Wobblins und Diego Hinkebein in der Salzhöhle, die nur einen Tag benötigten, um den Anleger zu erreichen und somit rechtzeitig kamen, ihre Leben retteten, die Kartenstücke zusammensetzten und den Schatz fanden. Das Quartett ging als die vier Piraten aus der Salzhöhle in die Annalen der Gaunerei ein. Sehr gut, Kamerad. Du hast die Prüfung in Geschichte der klassischen Gaunerei bestanden. Juhu, das freut mich. Jetzt müssen wir, was müssen Sag wir mir, machen? fetter Hund. Womit kann ich dienen, heißes Hündchen? Ah, ich find's immer noch gut. Ich bin heißes Hündchen. Was sagtest du, warum du hier den ganzen Tag herumstehst? Ich erfülle meine Urkundenbespucken für Ja, aber und die. das können wir ja schon mal. Ich hätte. Bring doch zuerst was be zwei bes. Prüfung im Raub und Diebstahl. Woraus besteht die Prüfung in Raub und Diebstahl? Oh, du musst mir nur die Beute bringen. Keine große Sache. Ein kleines Goldstück würde mir schon reichen. Aber ich rate dir nicht zu versuchen, es aus der Schatzkammer unseres Schiffes zu stehlen. Sonst macht Teufelshund kurzen Prozess mit deinem unwürdigen Leben. Hast du den dürren Kerl gesehen, der neben der Kajüte des Kapitäns lustig hin und her schwankt? Rate mal, wo der rein wollte. Wer genau ist Teufelshund? Er ist das hinterhältigste Mitglied unserer Besatzung. Ein Teufel mit langem Schwanz und schmutzigen Pranken, an den sich nur Kapitän Malantunies wagt. In welcher Hinsicht ist er gefährlich? Er ist gefährlicher als der stotternde Dichter von La Española. Noch schlimmer als der Barbier mit Schluckauf in Veracruz. Und noch viel schlimmer als der Anti-Grog-Verein aus Puerto Gallina. Dieser Teufelshund macht mir ganz schön Angst. Lass uns lieber das Thema wechseln. Es war ganz mein. Ich erinnere mich schon mal daran, vorbeigekommen zu sein, als fetter Hund mich zum Kapitän brachte. Nein, das ist ein finsterer, feuchter Ort, an dem es nichts gibt außer einem Käfig aus Eisen. Ein Mann, eine Flasche, ein Tag. Für die Interfekter käme mir das recht gelegen, aber langsam. Na sowas. Lady Camille bringt der gesamten Besatzung das Schreiben bei. Mal sehen, was hier steht. Ich kaufe Tinte, um auf das schwarze Brett zu schreiben. Ja,
Irgendwas im Stil von: Feindlicher Kapitän sucht verborgenen Stern der Unterwelt, um euer Schiff zu versenken. Nein, besser nicht. Wenn der so weitermacht, werde ich es am Ende auch singen. Und dann sind wir wirklich geliefert. Legen Sie hier Ihre unnützen Gegenstände ab. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass da nichts Nützliches drin ist. Servietten, Besteck, eine Tischdecke. Igitt, sogar sauber. Ein Dodo, ein Piratenhirn, ein Flicken. Mann, ein Gummihuhn mit Rädern, aber ohne Batterien. Toll. Ein Pentiorum 7 mit 24,5 GHz. Ohrenstäbchen, ein trantorianisches Raumschiff. Bei Gott, ein Stückchen Käse. Oh nein, das ist Seife. Widerlich. Ein Duftbaum mit Kieferngeruch. Eine Gabel mit Sanduhr. Nichts Interessantes. Ich will in die Schatzkammer. Da gibt es Schätze. Schätze, 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 Schätze. Na los, gärende Zauberei. Verrichte deine Arbeit. Einfältiges Waschweib. Warum komme ich da nicht bei? Ich könnte noch so hoch und oft springen. Ich gehe mir nie dran. Mit ein paar Blumentöpfen auf dem Fensterbrett würde es viel besser aussehen. Ich möchte das nicht und kann auch nicht, denn es muss von innen geöffnet werden. Was mögen diese Kerne an sich haben, dass ich so eine Lust darauf bekomme? Das Fensterbrett ist kurz davor abzufallen. Wozu? Es gibt doch eine Tür. Mit bloßen Händen? Ich bezweifle, dass ich das schaffen würde. Und dann machst du das mit deinem Briefdolch-Dingens offen. Wenn es mit dem Nagel in der Kajüte geklappt hat, werde ich auch hier erfolgreich sein. Ja. Es wundert mich gar nicht, dass der andere Nagel herausfällt. Das Holz ist so korkig, dass es wie eine Theaterrequisite aussieht. Oh, beim Karo Buben, was habe ich Hunger? Willst du mir keine Kerne geben? Plan. Und zwar ein Plan. Das Schwert. Ja, öffne die Tür. Wow. Noch einmal, verdammt sei dieses Schwert und derjenige, der sich im falschen Moment mit ihm anlegt. Dann lernen doch das Schema. Es gibt immer ein Schema. So geht es. Wie die Alten sagen, List geht über Kraft. Ich hoffe, jetzt ist das Problem mit dem Schwert gelöst. Besser, ich schließe sie. Ich will nicht entdeckt werden. Aha. Dies ist also der furchterregende Teufelshund. Er ist eher für meine Tasche geeignet als Russenhund, also werde ich ihn gefangen nehmen. Ich würde euer Schwert gern behalten, aber ein Gedanke ist ein Gedanke. Wärst du bitte so liebenswürdig, so lange weiterzuschlafen, bis ich Lust verspüre, dich zu wecken? Solltest du zwischenzeitlich auch nur ein Auge öffnen, riskierst du einen weiteren Schlag. Denken wir doch. Bei meiner mangelnden Ehre. Hier drin gibt es mehr Gold als in den Backenzähnen meines Onkels Albert. Wow. Hier ist mehr Gold als in den Höhlen von Fafnir, Smaug, Drachenstein, Icefire und Puff dem Zauberdrachen zusammen. Sieht aber ziemlich gut aus. Er wirkt unvollständig, als ob etwas fehlen würde. Eine Statuette vielleicht? Mein Ruf als Pirat reicht wohl nicht aus, um den Schatz eines anderen Piraten zu entwenden. Doch. Klau alles! Aber so viel Taschen hat er gar nicht. Ich kann die Gelegenheit, dieses Wunder einmal in den Händen gehalten zu haben, nicht verstreichen lassen. Der goldene Orsa-Töter. Die Nummer 1 in der Liste der begehrtesten Statuetten. Das würde mir schon gefallen, aber nur ein Pirat, der vor Selbstvertrauen birst, könnte den Schatz eines anderen rauben. Okay. Wer recht hat, hat er recht. Gibt es sonst noch was? Nö. Oder kann ich mir die Bilder angucken? Ah.
Das ist nun wirklich ein Pirat. Alpha Khan höchstpersönlich. Juhu. Kann er das mitnehmen? Es würde in meiner Tasche nur zerknittern und das wäre wirklich schade. Okay, dann gucken wir uns die Bilder an. Ich lasse mich ans Kreuz nageln, wenn das nicht Lula de Mer, Maria de la Ola und Carlotta Hewitt sind, die Kapitäne der Dragon Queen. Okay, wer ist das? Da schau an, wenn das nicht Rufian de Nakayama ist. Unser Freund. Wir haben Freunde. Wuhu. Bei meiner mangelnden Ehre, der angsteinflößende Smokey R. Plantenberg. Plantenberg. Verflucht, das ist Andrea Spider. Kein geringerer als Baron von Kortzmeier, der Lucifer an seine Brust hält. Wir kennen wir doch alle irgendwo hier. Ist cool gemacht, finde ich. Muss ich schon sagen. Wir haben jetzt das Teil. Schau dir das an, fetter Hund. Donnerwetter! Wenn das kein glaubhafter Beweis für Diebstahl und Raub der Schwierigkeitsstufe 3 ist, kannst du mich Miss Karibik nennen. Glückwunsch! Prüfung bestanden! Na toll. Er hat die Prüfung wohl auch bestanden. Weil jetzt hat er uns das ja geklaut. Ich hole mir so ein Zertifikat. Nein! Hey! Ich will ein Zertifikat haben. Wir brauchen noch später ein Zertifikat. So nämlich. Wieder auf. Urkunden für... Ja, ich werde eine mitnehmen. Ja, er wird eine mitnehmen. Eine Urkunde Pirat von übelster Moral. Little Demon. Etwas klein für einen Piraten, oder? Der sieht so dreckig aus. Er sieht ziemlich grausam aus, aber heute gab es einen kleinen Zusammenstoß mit seiner Schuhspitze. Vielleicht wird er ja gleich wieder wach, für das er wach wird. Wäre besser, es nicht zu tun, sonst weckt ihn das Untertauchen. Obwohl... Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen, dass das Wasser mit den verschiedenen Elementen die merkwürdigsten Reaktionen hervorrufen kann. Und vielleicht würde mir das schon weiterhelfen. Ah, ich habe verstanden. Es würde mich nicht, wenn ich mich recht... Hier ist es. Vielleicht ist der Moment gekommen, da dieses Stück Seife mir dabei helfen könnte, bestimmte Sagen zu beweisen. Etwas. Ich glaube nicht, dass es ihn interessiert. Oh, nee, ich wollte eigentlich das Fass anklicken. Es sind mir merkwürdige Geschichten zu Ohren gekommen, was passiert, wenn man diesem bösartigen Objekt namens Seife Wasser zuführt. Wir werden nun sehen, ob sie wahr sind. Seife. Oh, herrliche Zauberei. Das Wasser hat Hautbläschen bekommen, die aussehen wie aufgeblasene Geiferbläschen, so als ob es Tollwut hätte. Ich sollte meine Schöpfung irgendwie taufen. Seifenwasser? Verseiftes Wasser? So in der Art.